Da die Schilder jetzt runter sind, kann ich mit meinem Beam komplett fertig machen, weil wir nicht so viele Raketen haben. So, ich ziehe jetzt meine Einheit ab und lasse sie jetzt reparieren. So, also, für mich ist das so das Wichtigste. Man schießt sozusagen die Schilder runter, das zweite ist die Waffen runter, dann je nachdem Drohnen oder so. Und das zweite ist entweder das Cockpit oder den Antrieb, ganz einfach. Die Gegner können natürlich auch den Antrieb aufladen und versuchen sozusagen den Konflikt, in dem sie gerade sind, abzuhauen. Brauchen wir aber kein Problem zu haben, wenn wir eins von denen abzuschießen. So, während uns unser sozusagen repariert, das sieht man hier unten an der Leiste, dieses kleine Gelbe geht hoch. Wenn es sozusagen voll ist, ist es komplett repariert. So, jetzt hoffen wir nur, dass er keine Rakete abschießt, bevor ich ihn zerstören kann. So, damit haben wir Glück gehabt. So. Das Schiff explodiert und hat sozusagen ein bisschen Sachen hier hinterlassen. Zwei Raketen, ein Drohnenpart und 23 Scrap. So. Und jetzt haben wir die Wahl, weiter zu springen. Auf diesen Beacons, also auf einen von diesen Punkten, sind auch Shops. Shops sind sozusagen dazu da, sein Schiff zu reparieren und Ausrüstung ein- und aufzukaufen. Solange man, sagen wir mal, in diesen Anfangssektoren ist, sollte man so viele Beacons, also so viele Punkte wie möglich mitnehmen, weil es sozusagen noch einfach ist, gegen die Gegner dazu kämpfen. Je später wir kommen, desto besser ist es. Und je mehr Schiffe wir besiegen und je mehr Scrap wir finden, desto besser ist es. So, jetzt haben wir haben ein besonders gut bewaffnetes Piratenschiff und die sagen, hey, gib uns einen deiner Crewmember und den Rest lassen wir frei. Jetzt haben wir die Möglichkeit, sagen wir, oh ja, bitte, hier hast du einen von uns. Oder wir sagen, nein, wir werden nie wieder, also wir werden nie sozusagen den Sklavenhändlern uns wieder gesetzt, so hingeben. Deshalb sagen wir auch zwei, ich werde nie dagegen sein. So, wir schießen direkt auf die Schilde und mit dem Burst Laser auf die Waffensysteme. So, man sieht, die haben hier so einen kleinen Laser, der ist natürlich sehr gut, um unser Schild auszuschalten und direkt einen Beam, der dann direkten Schaden aushält. Das heißt, wir müssen so schnell wie möglich alles bei dem deaktivieren. So. Um. Ah, perfekt. So, und jetzt sieht, the enemy ship appears to powering its FTL. It's trying to escape. Und dann sieht man hier, enemy FTL delayed. Heißt, es ist noch sozusagen unterbrochen. So. Deshalb werden wir jetzt auch den Laser direkt auf das Cockpit setzen, auf das Cockpit. Das ist eigentlich das Beste, weil das Cockpit, solange es inaktiv ist, ist es halt kaputt. Oh, sie sind gerade sozusagen am Reparieren. Bonk, bonk, bonk. Und kaputt ist es. So, man sieht, the slave ship is destroyed, the one continues the evil trade, but many lives were probably lost on the ship. Also, das Blöde ist, wir haben die Slaver sozusagen abgeschossen. Aber leider die ganzen Gefangenen, die sie hatten, sind leider mitgestorben. Ab und zu ist da die Option, dass sie sagen, oh nein, du bist so stark, nimm einen von den sozusagen Sklaven und lass uns gehen. Dann kann man natürlich ja sagen und bekommt dadurch einen neuen, sagen wir mal, einen neuen Crewmitglied. So, wir gucken uns mal das hier unten an und springen dann weiter. So, was haben wir denn hier? Ja, hier haben wir zum Beispiel so welche besonderen Stationen, die sagen, hey, wenn du irgendetwas hast, zum Beispiel wie Missiles, Drohnenparts, kann man hier sozusagen verkaufen gegen Scrap. Was natürlich, hätten wir mehr Drohnenparts, gut werden, da wir kein Drohnensystem haben und es nicht nutzen. Es gibt Schiffe, die benutzen zum Beispiel keine Raketen, dann ist es da immer. So, wir haben ein Auto-Asshole, das ist sozusagen so ein künstlich gesteuertes Schiff. Und dann haben wir hier Automated Ship Remains Station near Small Rebel Station. Und jetzt haben wir die Sache, wir können zum Beispiel Avoid Provoking the Ship, also wir können es sozusagen provozieren, dass es uns angreift, aber wir können auch zum Beispiel das automatisierte Schiff angreifen, um sozusagen das, was es hat, mitzunehmen, so die ganzen Infodaten, und das versuchen wir auch. Oh, so, wir schießen da drauf und schießen da drauf. So, was der Gegner jetzt hat, ist einmal eine Rakete und einmal ein Ionenschuss. Und dieser Ionenschuss ist, sagen wir mal, sehr schlimm oder sagen wir mal, sehr gewöhnungsbedürftig, denn er sendet ein elektrisches Signal aus, was das Schiff, das wir haben, ein System ausschalten kann. Also es würde es betäuben für gewisse Sachen. Also ein EMP-Signal, wie man kennt. Heißt, wenn er unsere Schilde treffen würde, würde es für kurze Zeit ausgehen. Was aber nicht schlimm ist, da die Raketen eh durchdringen. So, man sieht, ein Schaden ist ja okay. So, jetzt gehen wir hier weiter drauf. So. Poink, poink, poink. Und kaputt ist es. So, mal gucken, was haben wir denn hier? Das, was wir bekommen haben, sind 17 Scrap und jetzt können wir zum Beispiel die Station sozusagen untersuchen und was wir in der Station gefunden haben, waren 2 Fuel, ein Drone-Part und 15 Scrap. Cool. So, jetzt können wir zum Beispiel auf unser Schiff gehen und sagen, was wollen wir mehr haben? Die Subsysteme, wenn man die verbessert, sie brauchen keine zusätzliche Energie. Das ist ein Vorteil, den man hat.
Deshalb werde ich das jetzt auch verbessern, was ich hier habe, womit ich dann die gegnerischen ins Schiff sehen kann, sozusagen. So, jetzt muss man aber immer rechnen. Wenn wir etwas von unserem System verbessern, muss man automatisch die Kosten für ein Reaktor-Upgrade mitberechnen. Das heißt, ich will jetzt gerne meine Engines verbessern, weil ich dann mehr ausweichen kann. Heißt, ich brauche 15, aber auch 20 für einen schon mal Reaktorbar. So, und jetzt haben wir zwei voll, womit die Kosten für eine weitere Reaktor schon 25 beträgt. So, aber wir haben jetzt eine 20%ige Wahrscheinlichkeit auszuweichen. Heißt, jeder fünfte Schuss dürfte uns nicht treffen. So, dann springen wir mal hier oben hin. Oh, unser Fuel geht langsam leer. Wir müssen so schnell wie möglich einen Shop haben und da Fuel kaufen. So, jetzt haben wir hier ein Schiff. An identified ship is battle damaged and still being assaulted by a space pirate. The victim begins a distress until the pirate cuts itself and splits a bounty if you stay tight. Sozusagen, die greifen ein Schiff an und wir haben jetzt die Chance. Nehmen wir sozusagen das Schmiergeld an oder sagen wir, ich bin ein Held und attackiere die Piraten. Natürlich sind wir ein Held und attackieren die Piraten. Und sozusagen, die Piraten sind damit nicht zufrieden und werden natürlich uns jetzt angreifen. Ist ja kein Problem. Wie immer, auf das Schild, die Rakete, den Laser, auf die Waffen. So. Den Laserschuss haben wir abgewehrt und ausgewichen. Also sie haben gemisst. Das heißt, wir sind schon mal ausgewichen. Ist sehr gut. Dadurch levelt unser Captain, also ich, natürlich auf. Und je besser wir sind, desto besser sind die Punkte. Man sieht jetzt hier, wir bekommen plus 5 Evasion, wenn ich das jetzt einmal aufgelevelt habe. Heißt, next level 15, also 14 Mal muss ich noch ausweichen, dann habe ich ein Level up, plus 5 automatisch schon in Evade im Prozent. Machen wir das nochmal, kommen wir nochmal plus 5 oder 10. Das heißt, wir haben schon insgesamt 10% mehr Ausweichchance, nur weil ich der Captain bin. Tun wir jetzt zum Beispiel einen von unseren Leuten in den Engine Room, ist es genau das gleiche. Das kann man hier sehen. Evasion plus 5. Muss man aber natürlich auch 15 Mal ausweichen. Bei den Schildern haben wir, dass es 10% schneller aufladet. Dazu muss das Schild aber auch 55 Mal sozusagen runter sein und wieder aufgeladen sein. Runter sein, wieder aufgeladen sein. Bei den Waffen haben wir 10%, dass sie schneller aufladen, muss man halt 65 Mal schießen. Repairs sind sozusagen, je schneller die reparieren, dazu muss man natürlich immer eine Reparatur machen. Heißt, wir müssen 18 Mal irgendetwas bei uns am Schiff reparieren. Und dann haben wir natürlich den Combat Damage, weil es ist die Möglichkeit, dass sozusagen welche auf unser Schiff teleportieren und sozusagen wir sie bekämpfen müssen. Hat man halt natürlich den Vorteil, wenn man eine gute Crew hat oder sagen wir mal gewisse Kreaturen im Internet, wollte ich schon sagen, im Weltraum findet, dass diese auch natürlich schon sozusagen von Anfang an besser, stärker sind, mehr HP haben etc. Dazu müssen wir 8 Leute besiegen, dann würde sich das auch verbessern. So. Natürlich haben wir die Möglichkeit auch zum Beispiel etwas zu kaufen, was sozusagen uns erlaubt, auf das gegnerische Schiff zum Beispiel zu springen und dann da die Crew kaputt zu machen und dann einfach dem Schiff so leer zu lassen. So, wir haben jetzt 10 Scrap und wir haben die sozusagen das andere Schiff sozusagen kontaktiert, aber leider ist die Hülle gebrochen und deshalb sind sie sozusagen keinen Sauerstoff mehr gehabt und ist kaputt gegangen. Das Einzige, was wir noch retten konnten, sind 22 Scrap. Schade, ich hätte lieber gerne die Leute gerettet. So. Unser Fuel sieht nicht gerade sehr gut aus, aber wir müssen hier weiter. So. Jetzt haben wir zum Beispiel die Möglichkeit, uns zu heilen. 5 Damage für 10 Scrap nehme ich. So, und jetzt haben wir hier den Store. Das Wichtigste ist, jeden Store besuchen, den man sieht. Denn Stores bieten eine verschiedene Auswahl an. Wir haben hier zum Beispiel die Möglichkeit, ein neues Crew-Mitglied zum Beispiel zu holen. Hier haben wir zum Beispiel die Engie-Klasse. Die sind sozusagen mechanisch, steht der Reparaturgeschwindigkeit, ist verdoppelt, aber unsere Kampfkraft ist halbiert bei denen. Dann haben wir natürlich die Mantiden, die genau das Gegenteil sind. Die haben doppelten Damage, aber leider reparieren sie das nicht so schnell. Ist ja klar. Dazu haben wir hier halt Waffen, hier haben wir halt diesen Beam und hier haben wir eine Bombe. Die Bombe consumes, also nimmt natürlich auch einen Schuss von Raketen weg. Wir haben hier sozusagen noch eine Ionenbombe, die sozusagen auf das gegnerische Schiff eine Bombe platziert, explodiert und diesen Ionenschaden macht. Ionenschaden 4 heißt, als würden wir 4 Schadenspunkte an dem gemacht haben. Das heißt, wenn die 4 Schilder haben und wir die Ionenbombe da zünden, heißt, wir haben sozusagen die 4 Schilder auf einmal deaktiviert. Aber wir machen keinen Schaden an sich an dem Schiff. Also wir würden es nur auseinandersetzen. Ich bleibe zuerst mal noch neutral. Für dem, was ich habe, brauche ich nicht mehr. Also wir können natürlich auch verkaufen. Also ich will aber jetzt nicht meinen Burst Laser oder meine Raketen verkaufen. Das ist gut. Wir brauchen auf jeden Fall Fuel voll und wollen uns noch ein paar Raketen kaufen. 10 sind okay. So, jetzt reisen wir mal ein bisschen weiter. So, jetzt haben wir ein Rebel Fleet Schiff. Man merkt aber, sie haben keine Lust zu kämpfen. Das heißt, ich greife direkt mal die Schilder an und greife schon mal die Engine an, damit sie wir schon mal den Vorteil... ich weiß schon, was ich mache. Da unser Laser den Vorteil hat, dass er 3 Schuss abgeht, heißt das,
wenn er selbst einmal verfehlt, die Wahrscheinlichkeit trotzdem noch da ist, dass er den Gegner trifft. Am Anfang, sagen wir mal, haben die nicht so hohe Ausweichrate. Da muss man nicht so viel Angst haben. Deshalb nehme ich mal eine Rakete und schieße auf das Kampfsymbol, damit er mit seiner Rakete uns nicht verletzt. Und dann schieße ich mit dem Laser auf dem FTL, sozusagen auf die Engine, damit wir kein Problem haben, dass sie abhauen. So, er schießt, wir schießen. So, man sieht, er hat unser Schild getroffen. Warning, Schild's critical. So, jetzt ziehe ich meinen Mann natürlich direkt ab von den Waffen und sage, reparier schnell die Schilde, weil diese Beam-Drohne sehr viel Schaden macht, wenn sie durchkommt. Schnell, schnell, schnell. Das kann man jetzt sehen. Eins, so. Was ihr jetzt bemerkt habt, ist, wir sind sozusagen durch die Schilde durchgekommen, haben uns sozusagen hier diesen Engine kaputt gemacht. So, jetzt schießen wir mit der Rakete dahin und mit den Lasern auf die... So, jetzt sehen wir... Au, jetzt hat er uns nochmal getroffen. Jetzt müssen wir neu reparieren. Ah, und jetzt hat er uns vorne auch getroffen. So, triff. So, jetzt haben wir die ausgeschaltet. So, und jetzt nehmen wir einfach nur den Laser und schießen hier hin. Man sieht Feuer. Feuer haben wir die Möglichkeit, das mit Luft rauszuholen. So. Heilt euch hier. So. Jetzt haben wir... Punky geht hier hin, der geht hier hin. Wichtig ist, dass ihr so oft wie möglich halt diesen... Oh, okay, wir müssen die natürlich auch aufmachen. So, jetzt haben wir die Möglichkeit. Solange wir hier sind, ist es kein Problem. Wir leiten jetzt sozusagen Luft hier raus. Hier, hier, hier. Wenn das so ein geriffelter Raum ist, heißt automatisch, dass da schon keine Luft mehr drin ist. Und das geht immer weiter und weiter und weiter. So, man sieht, hier ist keine Luft mehr. Das heißt, es geht schon langsam weg. Oh, oh. So, und du rettest dich mal hier rein. So, jetzt müsste hier auch langsam keine Luft mehr sein. Los, 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 geh aus. Das ist natürlich die eine Methode. Man kann natürlich auch seine Crewmitglieder, sagen wir mal, drin lassen. So, jetzt ist hier keine Luft mehr. So. Zu, 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 zu. Und warten sozusagen, bis unsere Luftstation uns sozusagen wieder mit Luft versorgt. Heißt, jetzt ist es weg, jetzt kann man wieder sicher gehen. So. Die Schilde aktivieren wir wieder. So. Da wir aber natürlich auch wollen, dass so viele wie möglich diesen Bonus für die Reparatur bekommen, gehen wir natürlich auch mit beiden direkt rein. Und reparieren es. So. Und repariert. So. Du gehst wieder zurück an die Arbeit. So. Was brauchen wir jetzt? 30 ist schon zu teuer. So, das ist gut. Jetzt kann man natürlich auch schön lange warten, bis sozusagen unsere Luft wieder aufgeladen ist. Ich werde mal jetzt so einen Jump Cut dann machen, wenn sozusagen unsere Luft wieder aufgeladen ist. So. Da sind wir auch schon wieder. Da haben wir Oxygen voll. So, ich wollte euch natürlich nicht warten lassen so lange. So. Was man jetzt hier bemerken kann, ist, dass sozusagen eine Flotte sozusagen immer hinter uns her ist, die Rebellen. Und die gehen immer in dieser Map weiter. Man muss sagen, überall wo diese zwei Ausrufezeichen sind, ist sozusagen die Flotte schon angekommen. Dieses Warning heißt, wenn wir da reinspringen, heißt, dass wir darauf treffen würden. Also wenn wir hier hinspringen, würde das im Kreis sein und müssen sozusagen ein Encounter erwarten. Also das heißt, wir kämpfen auf jeden Fall gegen ein Schiff. Wenn wir das Schiff besiegen, also es ist sehr gut ausgestattet, also für Sektor 1 mit unserem Anfangsschiff, was wir haben, hätten wir schon richtig Probleme damit. Hat man natürlich den Nachteil, bekommt man kein Scrap oder sonst was. Das Einzige, was man bekommt da, ist ein Fuel. Das heißt, falls man liegen bleibt, weil man kein Fuel mehr hat, hat man die Option Waiten und ein Beacon abzusetzen. Das Beacon erlaubt es uns sozusagen, für überhöhte Preise etwas zu holen. So, hier ist was Neues. Wir sind Turn and Fight. So. Wir haben hier ein Asteroidenfeld. Asteroiden schwirren sozusagen durchs All hier und schaden uns. Ja, schaden uns. Solange wir ein Schild haben, sind wir sozusagen immun gegen diesen Schaden. Aber man merkt, der Gegner hat ja auch natürlich Waffen. Heißt aber auch nicht, dass der Gegner unbedingt so, wie soll man sagen, befreit ist von diesem Ding. Deshalb werde ich das. Als erstes werde ich sozusagen auf die Waffen schießen. Und als zweite werde ich auf das Cockpit schießen. Ich habe keine Beanstandung, das Schild kaputt zu machen. Denn das Schild ist eigentlich fast ganze Zeit kaputt. Wegen dem Asteroiden. Das Wichtigste ist, dass wir unser Schild sozusagen aufrechterhalten. So. Deshalb werde ich das jetzt so machen, dass wir die Waffen so schnell wie möglich ausschalten. Das erwarte ich mit dem Laserschuss. Falls die Waffen nicht komplett ausgeschaltet werden. Dadurch. Doch. Haben wir geschafft. So. Und jetzt machen wir das Schild kaputt. So. Jetzt haben wir die... Hier, nimm alles, was wir haben, aber bitte töte uns nicht. Wir haben jetzt die Möglichkeit. Wir nehmen an, für 4 Raketen, 2 Drohnenparts und 14 Scrap. Und ich würde sagen, ihr habt es nicht anders verdient. Ich werde euch töten. So,
Wir haben jetzt die Schilder ausgeschaltet, die Waffen ausgeschaltet. Wir warten jetzt einfach, bis ein Asteroid die Gegner trifft. Und dann ist er kaputt. Ich glaube, wir brauchen gar nicht mehr zu schießen. Komm, Asteroid.